So, da sind wir im drin. Im Observer. Freuen uns natürlich auf dieses Match. So muss ich echt mal sagen. Das wird cool. Jetzt muss ich nur wissen, auf welche Seite sie gehen. Oder natürlich kommt jetzt erstmal der Map-Pick und Bann-Phase natürlich. Und dann werde ich einmal beim Overlay wahrscheinlich was umstellen müssen und hoffe, dass Valorant dabei nicht abstürzt. Weil ich muss ja wissen, wo die Jungs jetzt einmal starten. Ja, das muss natürlich einmal passend sein. Musik kann gerne leiser. Okay, ich kümmere mich gleich drum. Wobei, ich kümmere mich jetzt drum. Sekündchen. So, ich hoffe, das passt dann jetzt auch. Ist, Partikel leiser gemacht. Und, nee, keine Castercam. Keine Castercam, sorry. Ich wollte sagen, BNF muss anfangen. Das ist ja BNF gegen THI im Endeffekt. Split ist dann schon mal mit raus aus der Nummer. Sehr schön. Split und Breeze, schade. Schade, schade. Split kommt schon mal bei mir raus. Dann haben wir da Breeze. Wo ist denn Breeze hier bei mir? Da ist Breeze. Pick Bind. Sehr schön. Da sehen wir einmal Bind. Das ist sehr, sehr cool. Bind ist natürlich eine coole Map, meiner Meinung nach. Eine gefühlte schon Must-Have-Map. Macht die Musik noch ein bisschen leiser. Die sind doch immer noch ein bisschen laut. Ich persönlich zumindest. So, jetzt haben wir's. Jo, der erste ist dann damit Bind. Kurze Info, Nico. Links und rechts. Team 1 und Team 2. Ich muss ja wissen, wer wo anfängt. Bind. Pick. Def, was ist Def, Junge? Ah, okay. 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 Bind. Bind und Split. Bind und Split. Bin ich Bind? Bind und Icebox, jetzt hab ich's. Bind und Icebox, okay. Fracture ist raus. Ist klar. Müssen sich jetzt entscheiden zwischen Haven und Asset. Was möchten sie am Ende quasi spielen? Das hat jetzt Döneraffe hier ganz in der Hand. Muss ich jetzt hier für eins für beide entscheiden? Band er Ascent oder band er damit Haven? Meint er jetzt? I'm confused. Weil eigentlich picken beide und beide bannen dann nochmal und dann das, was übrig bleibt, da. Oder sehe ich das jetzt falsch? Aber ich meine schon.
Mir soll es egal sein. Wenn das so genommen wird, dann. Elf auf Icebox. Alles klärchen. Dann ist. Okay. Das heißt, die erste Map ist Bind und die Defenders sind dann. Ja, ich sag euch sofort Bescheid. Einen Moment. Ich muss einmal ganz kurz. Und zwar muss ich einmal bei dem Teamnamen. Den ich gerade irgendwie nicht sehe. Okay, ich mach's ganz kurz in OBS. Und zwar muss ich hier. Irgendwie wird mir das nicht angezeigt in der App. Ist aber nicht schlimm. Team 1, Defenders, linke Seite ist BNF. Bonfire. Und dann haben wir rechts THI Sports Pink. Ich hoffe, das passt da jetzt hin. Könnte mich tatsächlich legit ein bisschen zu. Ja, es ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen fummeln. Ach. Wo ist denn jetzt hier? Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe, Jungs und Mädels? Die Logos habe ich vergessen. Die Logos. Das fixe ich dann gleich. Dann können die Jungs mich jetzt gleich einmal starten erstmal. So, ich hoffe, das passt so. Ich sehe das nämlich jetzt hier nicht. Vielleicht noch ein bisschen runter. Ich sehe gerade, das passt nicht. So, jetzt haben wir es. Jungs und Mädels. Ja, ich bin ready. Ich wollte den jetzt nicht privat schreiben. Party. Ready. Also, ich bin ready. So. Namen sind richtig. Bonfire links. Rechts THI Spots Pink. Hab's jetzt richtig angepasst. Sollte jetzt passen. Das ist gleich im Game. Solltet ihr es sehen. Ich glaube, ich muss das für zwei Runden nicht wechseln, ne? Ah, ne, Bind. Gleich muss ich zwei Runden nicht wechseln. Jetzt sind die links, gleich sind sie rechts. Jetzt habe ich es. Jungs und Mädels. Ja. Damit geht's ins Bind rein, Jungs. Einfach eine richtig geile Map. Einfach eine schöne Map. Ja. Wird auf jeden Fall Spaß machen, die Jungs darauf zu sehen. Und dann haben wir natürlich hier auf der Attacker-Site, also auf der eSports, Sky, Viper, Boss Selected, Race und jetzt die Sage und den Sova. Auf der Defender-Site haben wir da die Sky, Omen, Jet und mein Lieblingscharakter aktuell Chamber. Und KSU, My Little Pony, weiß noch nicht so recht, wohin er gehen möchte. Rein von der Aufstellung her wäre was mit Hallen nicht schlecht, muss aber nicht sein. Man spielt hier mit Cypher wahrscheinlich, um einen Spot alleine halten zu können. Wenn das ein gutes und stabiles Setup ist, absolut machbar. Und ja, da freue ich mich natürlich direkt auf Bind. Einfach, weil Bind einfach. Es ist eine coole Map, es ist gerade viele Möglichkeiten eben. Gerade auch mit Chamber und auch mit Sova auf der anderen Seite total gut und schnell Informationen zu kriegen, ohne unbedingt da in einen Early Fight gehen zu müssen. Danke für dein Follow hier. Select an your agent. GL und HF an alle, dünne Affe. Damit geht's dann rein. Direkt. Wie ich es mir gedacht habe, wie schon vorher angekündigt. Einfach stronges Setup. Das wird sehr, 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 sehr interessant. Auf jeden Fall. So, und dann möchte ich doch einmal bitte mal mein Overlay vorselecten. Das habe ich schon. Und dann seht ihr jetzt auch mein neues In-Game-Overlay. Die neuen Features kommen erst später. Bleibt also dran, dann seht ihr die neuen Features auch von dem tollen neuen Overlay. Wie gesagt, sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Verbesserungsvorschläge können gerne angebracht werden. Damit wechseln wir in das Game einmal rein. Ich mache die Musik aus.
wir schauen uns das erstmal hier auf der Defender-Seite das erstmal an, würde ich vorschlagen. Oder was sehen wir uns die? Ich glaube, wir nehmen uns dann doch eher die. Ah, ich bin mir nicht sicher, wo wir anfangen wollen. Wollen wir auf der Defender- oder Attacker-Seite anfangen? Ich glaube, wir machen mal Attacker-Seite. Machen hier mal die. Gucken wir uns die Sky hier mal eine Runde an. Die Initiator auf der Attacker-Seite. Der Spike hier auf dem Sova. Und dann wollen wir mal sehen. Ne? Zwei Initiator bieten halt viele Möglichkeiten und halt auch Early Info. Beide geben richtig gut Early Info. Moment. Wir haben einen Sova. Sekunde. Das ist ja. Das müssen wir mal. Hier. Appreciate. Standing ahead. Oh mein Gott. Was ein geiler Pfeil, Alter. Holy shit. Ey, wow, das muss man erstmal richtig appreciaten. What the fuck. Geiler Pfeil, Junge. Einfach strong, Mann. Kam aber jetzt die Smoke hier vom Omen. Man sieht auch schon, dass Defender-Team gut rotieren. Wenn man hier sich sehr sicher ist, ist es auf jeden Fall den Arno wird. Und man blendet jetzt auch schon auf A. Sehen wir uns das mal von oben an. Und man rotiert hier nochmal rüber. Über den Teleport eben. Was ich mir schon gedacht habe, weil man hier eben doch nicht ganz drauf kam. Hier ist Spot komplett leer. Nur der Cypher ist hier noch am Start. Der wird aber auch direkt abgewollt. Das heißt, er muss über Arch durch rotieren. Und das wissen die Angreifer auch. Nehmen sie stellen auf oder sie spielen komplett auf lang. Die Möglichkeiten haben sie. Wir haben hier aber auch noch die Viper, die jetzt rüber rotiert ist. Und da kam die erste Flash. Oh, gucken wir uns das mal an. Razor hier. Und mit der Classic kannst du ja nicht machen. Der oben am Start. Sieht den ersten. Sieht den zweiten. Kann den ersten machen. Die Sky. Die Sky. Die peakt. Kann die Viper holen. Jetzt nur noch die Sky. 2-1 Situation. Alles noch drin. Hat man gehört? Hat man gehört? Hat man gemacht. Schön gemacht vom Omen hier. Das ist noch schön drin gewesen. Ich glaube hier. Für den Follow an der Stelle. Ich weiß zwar nicht, warum der Sound da ist, aber Dankeschön. Das war eine sehr stabile, gute Runde für Defender-Side. Das heißt aber noch nicht viel. Denn wir gehen jetzt hier einmal weiter und schauen uns an, was die Defender jetzt mit ihrem neu gewonnenen Geld machen. Und sie machen, was man so erwarten würde, eine Force-Buy-Runde. Ich persönlich, was ist Force-Buy? Es ist halt die After-Plant-Runde. Beziehungsweise After-Pistol. Jetzt hier aber. Nochmal auf der Sky angucken. Der Sova-Fall kam jetzt hier nicht ganz effektiv an. Man sieht's, der ist da so Mitte gewesen. Nicht ganz durch. Ich spiele mal jetzt. Ah! 2-3 Aufstellung. 2B. Ja. Man hat hier bald den Early Contact. Die Race hier ganz nah dabei. Die Sky aber auch schon ganz vorne mit dabei. Ich kann mich nicht entscheiden, wo wir zuerst gucken wollen. Wollen wir erstmal die Sky gucken? Ich glaube, wir gucken einmal hier die Sky einmal an. Schauen uns das dann mal an. Wobei die Race hier einfach was versucht hat, leider es nicht geschafft hat. Hier kommt aber jetzt der Overrotate. Der kommt viel zu früh. Der kommt viel zu früh. Die Info ist schon mittlerweile dabei, anzukommen. Gut geflasht. Versucht hier Schaden zu machen. Man kriegt hier aber keinen richtigen Fuß auf den Spot. Ist zwar irgendwie drauf, aber die Viper hier an der Ecke. Kate kann da nicht mehr viel machen. Einfach getrappt. Nun die Bonusrunde. Wir müssen jetzt hier natürlich auch beachten, die Defender werden sehr wahrscheinlich ihre Waffen nicht upgraden und die Attacker werden auf Handle und eben auf den, auf die Vandal hier an der Stelle gehen. Das wird halt eben vielleicht die erste Runde der Attackers, wenn sie es vernünftig anstellen und sich hier ordentlich aufteilen, um die wichtigen Picks zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, die Jett ist hier immer oben am Start. Wenn man das weiß, kann man das predicten. Man kann es auf jeden Fall wallbangen. Frage ist, will man so viel Information abgeben? Schauen wir uns das hier mal an. Wo landet das Ding? Da ist es für Lamps gedacht. Und da kommt es auch gut an. Seifer hier natürlich alleine in seinem Setup. Sky hier vorne. Gehen wir mal auf die Sage. Die ist nämlich vorne mit an der Front dabei. Die Race davon aber auch nicht über außer Acht lassen, denn sie ist da vorne auf Short B. Hat hier die Trapwire kaputt gemacht. Damit ist die Info schon mal bekannt, dass da zumindest einer ist. Hat die Sky vielleicht nicht auf dem Schirm. Aber das ist erstmal egal. Die Sage ist hier am Schauen, wo sie was findet. Wartet jetzt hier irgendwie auf dem Gro mit der Drohne.
nicht viel sehen, aber viel hören. Direkt ein Trade, 4 gegen 4 weiterhin. Jetzt kann hier noch geplantet werden. Wir gehen jetzt hier mal auf die Sage Emu, eben hier jetzt Lamps halten muss. Ich denke aber auch, es könnte jemand von hinten kommen, aber es kommen alle von der Front. Es kommen alle von Side, von CT. Wenn man das auf dem Schirm hat und gut spielt, dann wird man hier noch geflasht. Kann man hier die Info auf jeden Fall verkaufen, dass man Lamps vielleicht doch nicht so gut halten will. Oh, man kriegt es! Schöne erste Runde für Bonefire hier am Start. Sehr schön gespielt. Eben wie erwartet war. Man hat hier die Bonus ausgespielt, hat versucht, das meiste Stand zu machen. Aber jetzt hier die erste Buy-Round. Geht man hier vernünftig vor. Und schaut man sich das hier vernünftig einmal an. Haben hier eben 3 Vandals, 2 Phantoms auf der Verteidigerseite und 3 Vandals. Eine Phantom und eine Judge. Wir haben dann eine Judge am Start. Schauen wir uns mal an, ob sie mit der Judge auch so viel Schaden machen kann. Auch schon. Wobei mir der Fight hier vorne sehr interessant werden könnte. Gute Flash. Kann man den Fight gewinnen? Ja. Was kann hier den ersten Kill auf jeden Fall sichern auf dem B-Spot? Da kommt der Chamber auch schon hinten rum. Noch nicht ganz auf Ult. Ein Punkt fehlt leider noch. Und man entscheidet sich jetzt vielleicht doch nochmal fürs Oberrotieren, weil man merkt schon, dass die Verteidiger sehr schnell rotieren, um eben schnell eben in den Retake in eine gleiche Situation zu stellen, gerade wenn man einen Mann verloren hat. Das bedeutet hier, man merkt jetzt hier, okay, das ist jetzt ein bisschen, da passiert nichts mehr. Wir gehen jetzt doch nochmal rüber und stellen sich ein 2 gegen 2 auf, also 2 zu 2, 2B zu A. Und dann schaut man. Hat man den Spot vielleicht verloren? Omi muss hier clearen. Muss hier schauen. Aber man hat hier zu lange gezögert auf Attack-Side. Das bedeutet hier einfach nicht mehr den freien Spot zur Verfügung. Man muss jetzt hier nochmal auf den Pick spielen. Nochmal aggressiv reingehen, um zu gucken, dass der Spot eingehört. Jetzt wieder hier mit der Drohne. I've got your trail. Hier mit der Ult. Man weiß jetzt, die Set ist hoch. Man kann sie machen. Dann hier wieder mit dem Spike. Geht einfach auf den Plant. Hier hat man's. Der Spot gehört komplett den Angreifern. Hat er ja fast keine Chance. Der Chamber geht nochmal rein. Der will nochmal gucken. Der will nochmal schauen, ob er irgendwie noch Schaden machen kann, um die Runde noch ein bisschen teurer zu machen. Weil ich denke, hier wird das eine nahezu Unmöglichkeit, um hier vielleicht noch was rauszuholen. Der erste fällt schon gegen die Judge. Jetzt wird hier nochmal gepusht. Das hört man vielleicht auch. Gewinnt gegen die Judge. Und ich denke, das wird es gewesen sein. Wird der Teleport noch einmal vorsichtshalber vom Jahn kaputt gemacht. Ja, und hier rotiert man dann nochmal einfach zurück. Chamber wird sich jetzt auch denken. Ja, sich verdrücken am Ende. Die Wende nochmal mitbringen. Ist nämlich wichtig, denn wie man sieht, ist das Geld nicht mehr so gut vorhanden für die Verteidiger. 2 vs 2 Ausgleichssituation. Muss man eben schauen. So. Kann man hier vielleicht noch die Möglichkeit, ja, hier mit einer Judge vielleicht noch was zu machen, aber da muss man halt sehr close spielen. Man geht hier dann doch nochmal auf der Eco irgendwie. So ein Half. Half bei Eco. Man will ja ein bisschen mit der Wandel mitgehen, damit die nicht ganz verloren ist. Der L-Ray hier nochmal nur mit der Classic und einer einfachen Rüstung mit seiner Ulta am Start. Mal schauen, wie das wird. Und jetzt hier. Jetzt schauen, wieder am Start. Hier. Doch ist kein Infofall vom Sova geflogen. Das heißt, man hebt ihn sicher für ein bisschen später auf. Steht hier auch schon Anti-Flash. Also man denkt hier, die ist hier auf jeden Fall irgendwo. Der Chunk kann aber erstmal hier einen sichern, der ein bisschen vielleicht overpeakt hat. Dann wird das, denke ich mal, der Go für B werden. Man konnte den Chamber jetzt sehen und man sieht auch den Teleport. Man weiß so ziemlich die wichtigsten Sachen. Kann hier aber direkt einen Headshot passieren. Von Dönerapfel. Der kann das hier machen, wenn er es vernünftig macht. Schock dann. Dönerapfel hier. Mit der Ult. Use man auch nochmal die Ult, um vielleicht die Runde zu sichern. Kann hier nochmal einbleiben. Kriegt den Headshot des Jahres ab. Hier nur noch. Mit der Judge und der Wendel am Start. Von CT aus. Last player standing. Leider nicht geschafft. Vielleicht kann er noch ein bisschen Schaden machen. Kann den ersten holen. Jetzt wird hier abgehend.
möchte natürlich nicht, dass der Gegner vielleicht noch eine Wende mitnimmt. Und dann verdrückt man sich. Cage triggered. Nimm doch die Wendel mit. Warum nimmt er denn die Wendel nicht mit? Er hätte auf Hardgate gehen können. Und nochmal eine etwas qualitativ bessere Runde sichern können. Für die Verteidiger. Jetzt hier die Verteidiger mitten. Ja, hätte er die Wendel mitgenommen, hätte er jetzt auch eine vernünftige Waffe. Das sieht man jetzt auch schön im, im Scoreboard hier eben. Für die Economy. Wir sehen überall eigentlich eine Wendel am Start. Bis auf jetzt natürlich auf den Cypher. Der hat jetzt nur die Judge. Der muss damit jetzt Damage machen. That goes there. This goes here. Camera taken out. Er versucht natürlich Info zu kriegen. Bin nicht sicher, ob man es jetzt gespottet hatte. I have the spike. Aber Vars konnte hier den ersten schon mal sichern. War der erste Frag auf A. Jetzt wartet man erstmal. Man guckt jetzt erstmal, wo man vielleicht mal einen Frag kriegt. Aber das machen die Verteidiger auch gut. Nach dem ersten Fall, dann spielen die halt nicht mehr so offensiv. Die spielen ein bisschen defensiver. Geben gegebenenfalls die Info oder holen sich die Info eben mit der Drohne oder ähnlichen und sind dann ein bisschen aggressiv, aber das ist irgendwie nicht gecallt worden, deswegen konnte der Server gefallen worden. Hat hier aber jetzt einfach einen Schlagabtausch und man ist jetzt hier in einem 3 vs 2. Also man kann es aus Verteidigersicht auf jeden Fall noch machen. Gucken wir uns das mal aus. Schauen wir es sich dann. Der hat den Teleport nicht ganz perfekt geplantet. Aber man weiß, dass da jemand ist. Sprayt ein bisschen durch, macht ein bisschen Schaden. Nicht viel, aber ein bisschen ist am Leben Schaden. Kann hier aber den ersten sichern, vielleicht auch den zweiten. Das hat man nicht gesehen, kann den zweiten sichern. Das könnte, wenn es nicht eine Viper wäre, gut werden, denn es wird ein Setup. Es wird ein Setup. Was auch ankommt. Da hatte Chamber keinerlei Chance mehr, irgendwas noch zu machen. Was spielt man jetzt hier? Auf Attack-Seite. Wir sind natürlich hier in Vorteilsituation, 2 vs 4. Man hat hier eben ein bisschen Pressure auf Verteidigung eben. Dann schauen wir mal an. Die Flash sitzt natürlich. Wenn wir hier ein bisschen. Hier aber den Engel halten. Die Frage ist, kommt man jetzt hier nochmal vor? Man geht hier Richtung B auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich doof, dass hier nur zwei stehen und einer ziemlich aggressiv spielt. Wenn er da nicht ein, zwei holt, dann ist das sehr unlucky. Hat noch zwei Schuss, auf der Ult. Geh nochmal zurück, hat noch einen Schuss ready. Und verschießt alle. Kein Schaden angerichtet damit. Razer hier mit einem Doppelkill am Start gewesen. Konnte hier die Side komplett sichern. Und damit 2 vs 4. Man kann es noch machen, wird aber schwer werden für die beiden, gerade weil einer Judge spielt. Das ist jetzt für die Long Range nicht gerade perfekt, auf was sie gespielt wird. Infos ist da. Man spielt hier jetzt nicht für ein Setup. Die Viper ist hier mit vorne dabei, die denkt sich, wir brauchen mal im 2 vs 4 nicht auf dem Setup spielen, 5 vs 2 nicht auf dem Setup spielen und ja, Fusion und Vass machen das Ding dann zu. Mit der Hilfe von SH hier am Start. Ja, so sieht das Ganze jetzt auch aus. Wir haben hier sehr viele Probleme auf der Verteidigerseite. Da muss auf jeden Fall was passieren. Da muss irgendwie ein bisschen ja, was besser werden auf jeden Fall. Man muss da irgendwie einen Key finden, im Spiel auch irgendwie anzukommen und im Spiel halt auch die Essenz zu finden, den Schlüssel zu finden, um hier irgendwie reinzukommen. Ja, 2 vs 5. Erste Halbzeit, das ist schon nicht sehr gut. Wir haben noch ein paar Runden zu spielen. Das kann natürlich noch ein 6 gegen oder 7 zu 5 werden, aber mal schauen. Alles noch offen. Schöne Affe hier. Jetzt, Info ist jetzt raus. Der Sora-Pfeil ist Premium. Der ist schön on spot. Hier aber wieder die Race hart am Pushen. Und konnten hier gemacht werden.
Spike planted. Mit dabei geholt. Eben, dass man das sieht. Da hat hier eine kleine Gap und kann sich halt dann hier auch aus ihrer Ult verziehen, notfalls. Hier jetzt mit der Ult. Kann man den erst machen? Kann man den zweiten leider nicht machen? War es sicher, das Ding? Wir haben jetzt hier nur noch den Cypher, My Little Pony, in der Bulldog. Da müssen die Schüsse sitzen. Da wird aber jetzt auch schon gepusht. Die Sage kommt hier hinten rum. Hier einfach nochmal Pressure aus. Aufzubauen. Und da kann man nichts machen. Man wird einfach durchgepusht. Keine Chance hier, irgendwas noch an Schaden einzurichten. 2 zu 6. Es ist fast schon Halbzeitspunkt. Das heißt, wenn die Defender sich jetzt nicht was einfallen lassen, dann wird das einen Vorteil Halbzeit für der E-Sports. Hier in diesem Match. Das ist nicht ganz richtig. Die Namen sind falsch rum. Entschuldigung. Für Bonefire. BNF ist Bonefire. Entschuldigung. Die Namen sind falsch rum. Das fixe ich mal eben gleich. Die Zeit dazu haben. Haben wir aber nicht. Jetzt Infos raus. Einer ist Arch. Das wird der Chamber sein. Das denkt man sich auch schon. Der Chamber hat die Teleports, um hier von A nach B zu springen. Erster Frag fällt. Zwist kann hier einholen. Nowhere to run! Hier kommt dann jetzt die Sova-Ult. Und kann den ersten vielleicht machen. Nein, kann ihn aber ordentlich zusetzen. Hat hier kaum noch Leben. Und das weiß man. Kommt da blind vor. Aber auch blind macht man den Fall gut. Wurde hier gehalten und Döner für sichert den Kill. Konnte auch sein Mate. Nebenbei. Döner hier mit der Ult, die ein bisschen was revealed an Informationen, wo jemand ist. Sky jetzt hier alleine. Das erste Mal, dass die Defender komplett im Vorteil sind. Was muss das jetzt machen? Der muss jetzt einen Ace ziehen, damit das reicht. Das könnte aber bei ganz viel Pech nicht hinkommen. Er hat noch die Ult, er kann Unfall ziehen, hat aber auch nur noch, wie man gerade gehört hat, 30 Sekunden auf der Uhr. Man hat nicht mehr viele Möglichkeiten. Der Spike wird halt komplett abgecampt, wie es richtig ist. Der wird hier abgewartet, weil er braucht eben den Spike. Er muss daran. Es wird schön gehalten, auch schön off-angle. Das heißt, man wartet hier auf die Info. Man 10 seconds left. Weiß hier... Man schaut hier nur noch auf den Frag irgendwie. Aber das wird nichts mehr. Sky hinten am Halten, aber Sky ist schon vorbei. Jetzt muss man hier gucken, dass man die Waffe durchbringt. Stirbt. Und das macht man gut. Beide Teams warten sauber ab. So, und ich habe 20 Sekunden. Die Namen mal ganz kurz. Tauschen. Das wird aber jetzt leider nicht ganz hinkommen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seht mir das jetzt mal nach. So. Und da mal eben. Ganz kurz die Namen getauscht. Ist nicht perfekt. Fix sich später. Alles gut. Jetzt hier. Short unterwegs. Short B. Man versucht hier mal in eine Vorteilssituation zu kommen. Cypher hier aber ordentlich am Sitzen. Man hat ein bisschen Position gewechselt. Die Sky, ach, der Chamber befindet sich jetzt permanent auf A. Scheinbar. Und die Sky befindet sich jetzt auf A. Und dafür die Jet jetzt auf B. Ja, diese hat hier aber auch schon A lang eingenommen. Das bedeutet, wenn man hier was kommt, wenn das kommt, dann haben wir die Info schon early. Cypher hier, unter Window. Man tendiert hier doch lieber Richtung A, weil man doch nicht denkt, man findet hier nichts, man findet keinen Angelpunkt, irgendwie auf Side zu kommen. Und man entscheidet sich jetzt Richtung A. Ja. Sammelt sich Richtung A jetzt. Gucken wir uns das mal an. I've got your trail. Da kann man einmal revealen. Kann einmal revealen. Und man kommt hier drauf. Mit der Ult geht man hier Lamps durch. 30 seconds aber kann man jemanden holen. Oh, man kann zwei holen. Fusion. Ist er doch Spike planted. Hier jetzt 2 versus 4 Situationen. Absolut machbar. Man hätte den ersten machen müssen. Damit nur noch Chamber. Da muss jetzt
Schuss sitzen, damit das klappt. Das hat es leider nicht. 3 zu 7. Wir bauen Feuer. Man hat hier noch eigentlich einen Timeout offen. Aber den möchte man irgendwie wohl noch nicht verwenden. Es ist schwierig für Verteidiger da jetzt was zu finden. Swiss hier aber jetzt mit der Operator, um als Langnummer zu pieken. Nur es geht hier Richtung A. Das wird vielleicht early bekannt werden. Je nachdem. Wobei, da kommt nochmal die... Der Can kommt jetzt nochmal lang. Der möchte nochmal gucken und sehen, was geht. Und da. Sehen wir uns das an. Kann den ersten machen. Ersten Fight hat man super gewonnen. Hier jetzt auf dem Cypher. Wird gespottet. Kann aber leider nichts mehr ausrichten. Schöner Trade. Auf beiden Seiten. 4 zu 4. Alles ist noch offen. Alles ist noch drin. Die Sky hier, Schauer. Weit vorne. Der Omen jetzt am Rotieren. Beide Skies. Weit vorne. Man geht hier auf die Flash, aber kannst du halt nicht ganz sicher. Man versucht hier den Refrag. Man schafft den Refrag aber nicht. Jetzt braucht die Race, aber denn hier, sonst ist sie. Wir haben aber nichts mehr zu verlieren, denn alles ist tot. Man versucht hier mit der Granate, macht mal den 4K. Schöne Granate. Unlucky für Chamber. Last round before the switch. Müssen die Defender noch eine Runde machen, um die Möglichkeit zu bekommen, hier irgendwie noch reinzufinden in das Match. Sonst sehe ich hier komplett Bonfire dominieren. Man hat hier eben irgendwie nicht so ganz die Möglichkeit, irgendwie einen Engelpunkt zu finden, um eben irgendwie das ganze Match noch umreißen zu können. Teleport ready. Geht hier für die Teleports. Eben rein auf A. Da kommt die Viper Wall. Omen hilft dann natürlich aus. Und da kommen wieder mal die Lambs. Smoke nenne ich sie jetzt mal von Viper. Da nimmt man Raum ein. Da nimmt man dann ganz normal Raum ein. Aber die Musik spielt auf B. Da haben wir ein 3 vs 4. Und da wird man auch direkt geboren. Hat hier nicht mehr die Möglichkeit, über Arzt zu kommen. Man wird aber auch schon gepusht. Das denkt man nicht an. Spike planted. Hat leider eine Sekunde zu spät gebraucht. Das Omen hier. Muss sich ein bisschen beeilen. You will not kill my hier revive man auch nochmal. Dann hat man aber schon revived. Dann hat man eine 1 vs 5 Situation. Da geht man jetzt mal nur noch auf den Busch und hat mit Bonefire damit die erste Halbzeit für sich komplett entscheiden können. 3 zu 9, erste Halbzeit ist vorbei. Und jetzt müssen die Attacker und damit DAI Sports sich hier was einfallen lassen. Die müssen auf Attacker deutlich besser performen und wenn sie das schaffen, dann können sie das Match noch für sich entscheiden. Also sie müssen jetzt hier einen Angelpunkt finden. Kauft ihr gut runter, nicht vollständig. Wir haben ja hier nur mit 4 Schüssen keiner Rüstung am Start. Die anderen auf, ja, 0, 100, 150 eben runtergekauft. Hier wahrscheinlich für Utility und eben die Ghost. Und dann schaut man sich das an. Geht hier Richtung B. Flossen vor als Team. Eben in der vollständigen Voll... Zeit zu sein. Ja, aber wartet man geduldig. Grace hat den Robi in der Hand. Wird ihn losschießen, sobald sie was hört. Ach, die hat eine Shotgun. Die hat gar keine Robi. Die wartet hier genüsslich mit ihrer Shotgun. Wartet, bis da jemand kommt. Und da wird jemand kommen. Aber jetzt werden wir die Shotgun auf Close Range natürlich. Man hat hier eben den Teleport Go von Viper. Die Viper kam jetzt durch. Jetzt wartet sie natürlich ab. Die Jet wartet genauso. Jetzt wartet man und man schafft es zusammen. Man pickt. Der ist der zweite Headshot kann sitzen. Der macht das jetzt hier vielleicht doch nochmal zu einer Runde für die Angreifer. Für TRI Sports. Man wartet jetzt. Beidseitig ab. Man hat hier jetzt den Spike. 30 seconds left. Das weiß man.
Steps hört man. Da muss man einfach mal schauen. Wie man hier noch ins Spiel finden kann. Denn ein 3 vs 10 davon zu recovern ist nicht unmöglich, aber sehr schwer, weil man muss jetzt. Oder man wird jetzt hier kaufen auf Verteidigerseite natürlich. Man muss eine Eco fahren auf Attack-Side. Und da muss man eben schauen, dass man da irgendwie noch jetzt 1, 2, 3 Runden hintereinander gewinnen kann. Um eben was zu machen. Schauen wir uns das an. Dünne Affe hier. Nur mit Classic und verschießt hier ein paar, zweimal. Ist das ein bisschen bekannt? Man gibt hier auch gar nicht so viel die Möglichkeit durchzukommen. Man sagt hier, wir schließen den Spot hier jetzt schon ab. Und das weiß man. Und da ruht man den ersten mit dem Snakebite. Man dröselt sich jetzt hier so ein bisschen auf. Man guckt halt, wo findet man was. Und man ist hier auf Verteidigerseite nicht zu am Overpushing. Also man geht hier eher auf die Safe-Seite und sagt, wir locken den Spot hier ab. Wir können ja schnell rüberkommen durch den Teleport notfalls oder auch durch CT. Denn das machen sie gut. Sie rotieren schnell, sie rotieren gut, sie overrotaten nicht. Jetzt hier, vielleicht der Engage. Von der Jungle. Kann den ersten leider nicht machen. Und das wird jetzt der Go wahrscheinlich für B werden. Und da hier die Sky vorne dran ist und ready ist, holt sich den ersten. One enemy remaining. Holt sich auch den zweiten. Spike down B. Hat man hier nicht mehr viele Möglichkeiten. Jetzt gesichtet. Muss man das jetzt machen? Bin einfach jetzt hier nicht mehr viele Möglichkeiten. Er muss jetzt hier was machen. Und verliert. Da hat man sich leider selbst geflasht. Und 3 zu 11. Oh. Jetzt seit 3 zu 11 für Bonfire eben und haben halt eben nicht mehr so die Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier die erste Byron, wir haben jetzt hier die Bonus-Round auf Bonfire und die erste Byron auf THI. Ja, eSports, Entschuldigung. Man muss da eben schauen, dass man jetzt gerade in dieser essentiell wichtigen Runde eine macht, weil man kann, wenn man Pech hat, eben die letzte nicht mehr machen. Jede Runde zählt hier. Kann die Jet das machen? Kann Swiss das jetzt hier holen? Den ersten oder zweiten, aber man schaut links nicht nach. Man schaut links nicht nach. Und da gewinnt Fusion mit der Judge. Fusion hier mit der Granate. Pusht sie durch. Kann leider kein weitermachen. Hat aber genügend Schaden eingerichtet. 3 versus die Situation. Chen war nahezu tot. Mit 35 HP am Start. Guckt man hier. Den Step hat man wahrscheinlich gehört. Und dann guckt man. Wir haben aber trotzdem halt Vorteilsituation, Verteidiger. Man kann 2-2 stehen bleiben. 2B, 2A. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Auf der Sage. Geht lang. Man möchte lang gehen, man möchte. Ja, und. Das war ein bisschen unlucky vom Timing her. Gut gemacht vom Sova am Ende. Und dann schaut man. 40 Sekunden noch. Langsam. Muss was passieren. Der vertraut sich noch nicht so ganz vorne.
control me. Don't you know that you control me? 'Cause I'm addicted to your love, and I get sick without your touch. You give me fever, I can't stop. You're like a drug, you're like a drug. 'Cause I'm addicted to your love, and I get sick without your touch. You give me fever, I can't stop. You're like a drug, you're like a drug. 'Cause I'm addicted to your love. That's all it's taken, and I already know. I hear the song is ending, but I don't wanna go. Your hands are on my waist, dancing, but we'll take it slow. Soaking in the glow, locking in the moment. One night my heart is beating, you got me on a high. Know I might hit the ceiling, can't get you off my mind. I wanna feel alive, stay until the morning comes. I know I'll hit a low. Oh, pünktlich damit zurück aus der Pause, aus der kurzen. Ich hab's jetzt schon mal angepasst. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich muss gleich mal ganz kurz gucken, wie es onstream aussieht, aber ich denke, das sieht aus. So. Alles klar, ich hab Bonefire jetzt links. Ich hoffe, das passt. Ich bin ready. Oder eher gesagt, wir sind ready, ne? Würde ich mal behaupten. Wir möchten ja weitersehen, wie es weitergeht. 5 Minuten werden eingehalten. Mein Stuhl fährt gerade runter. Das ist auch super. So, wieder um. Damit warten wir dann jetzt nur noch auf TH Sports Pink. So, das Wichtigste vergessen, Sekündchen. Aber geht's jetzt in die zweite Map Icebox hier am Start? Damit wird auch jetzt hier reingeladen. Bin ich mal gespannt, was hier gespielt wird. Und dann laden wir jetzt auch ein. In Icebox hier. In die nächste Runde. Bonefire versus TR Esports. Dann schauen wir jetzt mal. Defender sind links, Bonefire ist links. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich hoffe, das ist jetzt vom Overlay richtig. Sieht richtig aus zumindest für mich. Schauen wir gleich mal oben, ob es richtig ist. Dann haben wir wieder die Jett, Sova, Chamber, Sage und Viper auf der Bonefire-Seite und der TH eSports-Seite ist man sich absolut noch gar nicht sicher, was man möchte, außer, dass man hier wahrscheinlich eine Killjoy und eine Jett spielen möchte. Bin ich mal sehr gespannt. Schauen wir uns das mal an, was hier noch gepickt wird. Was sind hier die Möglichkeiten? Ja, die letzte Map, die lief nicht optimal. Da gab es viele Probleme auf Bind. Keine Frage. Und man muss das jetzt einfach in dem zweiten Match besser machen, um hier vielleicht nochmal auf die dritte Map zu müssen. Geht hier nahezu auf dasselbe Setup, außer dass man jetzt das erste Mal wieder den Neon sieht. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht gesehen, auch nicht in meinen Ranked Games oder sonstiges. Dann hier die Jett, Chamber, Viper, Killjoy. Das wird das Setup werden und sie müssen zuerst. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das anstellen wollen. Aber ich denke mal, das sind auch sehr starke Verteidiger-Champs.
gerade mit Chamber, Viper und Killjoy, kann das sehr gut werden. Gerade mit dieser Dreier-Kombination durch den Fast, durch die Fast-Rotation, durch Chamber, durch die Möglichkeiten, den Spot komplett zu lockdown, durch die Viper, wie auch natürlich die Killjoy. Und es ist richtig rum. Dann wechseln wir mal ganz kurz in das Overlay und ich hoffe, dass es für euch gut aussieht. Ich beende mal für mich den Studio-Modus, um mir das mal groß anzuzeigen. Das passt noch nicht ganz. Ich habe noch ein paar Sekunden, das zu fixen. Eine Sekunde. Das werde ich jetzt hier nutzen, um das hier perfekt zu bekommen. Das war ein bisschen sehr klein. So. Bonfire ist schon perfekt und wir sehen, erster Punkt, Bonfire ist bereits am Start. Wir führen hier mit 1:0 bisher in dem Match. Das hier noch ein bisschen nach rechts. Ich das mal in groß. So, und damit geht's in die erste Runde. Man versucht ja auf Mitte Kontrolle zu gehen und das weiß man irgendwie schon. Man wirft da die Stank Bait rein, um eben viel Damage machen zu können. Man geht hier schnell auf B. Das kann man mit Neon. Das macht man mit Neon. Neon fällt aber gegen den Chamber. Chamber wird aber getradet direkt. Swiss kriegt ja auch nochmal die Viper. Und dann kriegt man den Plant durch. Man kriegt den Plant durch. Und jetzt muss man hier das gut spielen. Und man spielt es. Der Bayer verliert hier den Fight. Hier muss man jetzt es gut spielen. Service 1 Situation. Jett nur noch mit 52 am Start. Da müssen beide Schüsse jetzt sitzen. Beides muss jetzt sitzen. Da sind die Nanoswarms auch auf den Spike und man entscheidet sich hier wahrscheinlich dann für den Safe, weil man hat hier einfach keine Möglichkeiten dran zu kommen. Die Zeit ist auch jetzt nicht mehr genug. Geht hier auf den Exit-Track, macht den ersten. Stirbt für das Geld nochmal. 13 AP, überlebt hier Döneraffe. Und da haben wir eben wieder den schönen Vorteil, dass wir eben hier vernünftig, halbwegs vernünftig auf der Deckseite kaufen können. Auf Verteidigerseite müssen wir auf den Full-Safe gehen. Der Chamber wird sich wahrscheinlich ein bisschen was gekauft haben. Lass uns mal sehen. Ja, Entschuldigung. Der ist ein bisschen offenbar gegangen. That works. Ein bisschen Utility, ein bisschen was zum Teleporten. Und 6 Schüsse in seinem Revolver. Teleport ready. Versucht man hier aggressiv was zu finden. Aggressiv. Und man hat eine Info. Eine Info hat man. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen warten kann, dann hört man den nächsten. Und den nächsten ehrlich machen. Swiss gewinnt das Duell hier an der Stelle. Und dann wird es ein Argo. Man geht hier schnell vor. Man will hier nichts anbrennen lassen. Jetzt muss man hier durch. Man muss hier durch. Man kann den erst machen. Döner macht den erst. Dann tauscht hier Swiss hier auch. Und es ist einfach ein Backup-Tausch. Domrix hier mit dem Doppelkill macht hier das 2 vs 2 sicher. Jetzt muss man hier schauen, wie man draufkommt. Will man sich immer noch den Spot bewegen oder nicht? Man will hier hin. Weiß aber, ein Doppelpeak, ein schöner Doppelpeak. Und Swiss kann hier beide holen mit einem schönen clean 4K. Ist er hier am Start. Schön gemacht, Swiss, an der Stelle. Und damit hat man Geld auf der Verteidigerseite. Man muss jetzt hier gucken. Man hat nicht so viel Geld auf der Attack-Seite. Das wird zum Verhängnis werden. Man wird entweder in Eco oder in Force-Spike gehen müssen. Also Eco ist ja klar. Man kann natürlich auch noch nicht voll Eco gehen. Aber ich denke mal, es wird hier so eine Force-Spike-Eco-Sache. Swiss hat sehr, sehr viel Geld eben durch die Kills, die er schon hat. 6:1 steht er aktuell. Ordentlich Geld hat er auf der Tasche. Jetzt geht man hier Richtung B. B ist quasi gefühlt leer. Ja, man guckt jetzt hier. Teleport ready. Nach Chamber vs. Chamber, das ist sehr interessant. Wer ist der bessere Chamber? Better Chamber wins. Geht man hier alle Ecken sauber. Aber das wird hier strong. Das wird hier strong. Das ist hier alles sehr, sehr nah beieinander. Ein Fehltritt und man hat eben die Möglichkeit. Dann kann man den ersten holen. War sie aber sehr, sehr stark. Ungefähr rausgekommen nochmal aus dem Fight. Aber jetzt entscheidet man sich für B. Und das wird ein. Das war Vigo. Schneller Vigo, schneller Vigo. Aber man wurde aufgehalten. Man. Better Chamber wins.
kann hier die Plätze raushauen. Dann spielt man hier für lang. Spikes down. Man kann die Plätze. Und man wird hochge. Sie hat sich hochgeboostet. Plätze ist aber schon durch. Man macht das Ding hier fast alleine. Hielt hier. Nur noch die Viper. Sie wurde gesehen. Und sie. Was? Kann den Headshot setzen. Schöne erste Runde. Bonfire hier. Sind jetzt auch im Spiel angekommen. No charges left. Man schaut hier aus Attacker-Sicht, wo soll es hingehen? Und man entscheidet sich hier auf jeden Fall Richtung A zu gehen. Get out of my way. Man zündet hier auch bei Swiss jetzt die Ult, um damit schön durchpushen zu können. Aber Chant hier mit der Operator Chant. Swiss kann den ersten machen. Here. Hier verschießt man leider den ersten Shot. Aber man hat jetzt die Ult gezündet. Hat man hier eben noch ein 4 gegen 4. Alles ist noch offen. Man muss hier aber den ersten erstmal holen. Man muss hier gucken. Man hat jetzt hier aber auch viel lang gelegt. Oder nee, für Default. Das ist Default. Das heißt, man hat auch lang nicht mehr so viele Möglichkeiten. Man muss jetzt hier die Fights nur noch gewinnen. Teleport ready. Wird einfach abgeholt. Rechtweg hochgeholt. Hat sich die Sage. Wird da. Ja, doch, sie macht das Ding jetzt zu hier. Geht hier auf Hälfte um beim Fight. One enemy remaining. Man hat den Fight. Hier gewonnen. Fusion hier mit einem 3K am Start. Das Ding hier schön gemacht. Können damit auch die Operator saven. Jetzt muss man hier gucken. Es ist Gleichstand. Es ist doch alles offen komplett. 2 vs 2. Kann auf beiden Seiten fast richtig gut kaufen. Der Chamber hier mit nichts, aber der Chamber wird auch wahrscheinlich seine Ult jetzt zünden. Wie es sich richtig gehört. That's a good spot. Man noch entscheidet er sich noch nicht dafür zu verwenden, sondern man geht hier einfach gucken, wo was geht. Man versucht sie vielleicht. Da wird ein bisschen durchgespielt. Man trifft den Chamber blöderweise. Man sieht, ah, es ist abgeworfen. Man muss jetzt hier den Fight zu und gewinnt, aber man verliert ihn. Man verliert den nächsten Fight auch mal. Ist so schnell vorbei, dass ich nicht hinterherkomme. Schöne Runde von Bonfire, Bonfire hier. Ich will mal Bone sagen, was ist Bonfire? Das war eine sehr schöne Flawless-Runde. Schön runtergespielt. Es ist runtergespielt. Einfach schön gespielt. Das war ja clean, ich kam nicht mal mehr hinterher. Jetzt hat man hier die Byrounds. Auf Seiten von TH eSports. THI und dann Sports wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Also von daher, TH eSports ist okay. Geht jetzt hier Richtung Kick-mäßig wird vielleicht gespielt. Man tendiert so Richtung B. Man geht B weiter vor als A. Mal schauen, die Jet, ob sie was finden kann. Und wenn sie was finden kann. Ah, wurde man leider geholt vom Sova. Guten Razer. Man versucht jetzt hier die Chamber und die Neon irgendwie mal zu refraggen, um zu gucken. Aber der Chan, der ist da schon da. Der ist da schon da und der hat das schon gesehen. Der weiß schon Bescheid. Da geht er raus. Da ist er aus dem Scope. Timing. Kann manchmal echt blöd sein. Wäre er drin geblieben, hätte er den Chamber vielleicht gehabt. Dann weiß der Chamber aber jetzt auch, da ist, oder da ist auf jeden Fall irgendwo ein Operator. Geht jetzt das auf den Reveal. Weil, aber man ist hier noch zögerlich unterwegs. Der Chamber hier. Auf Yellow. Guckt links, rechts. Jetzt hat er die Info. Kann den ersten holen. Kann den zweiten sehen. Fusion hat hier die Möglichkeit. Den zweiten zu machen. Hat den zweiten gemacht. Kann den dritten aber dann nicht mehr machen. Und jetzt ist es eben 30 seconds left. Eine Zeit. Aber hat damit nicht gerechnet, dass man von hinten kommt. Hat hier eben die Runde abgegeben. Vorteil BNF. Und dann schauen wir mal,
was TR eSports hier noch machen kann auf der Attacker-Side, um vielleicht noch mehr Runden zu sichern. Denn die müssen definitiv mehr Runden holen zur Verteidigerseite. Denn ich denke, es wird sehr, sehr stark werden. Ich denke, BNF wird da noch ein stärkeres Attacks-Play haben als Verteidiger-Play. Swiss jetzt hier Mitte. Miller Spectrum am Start. Und schaut jetzt erstmal. Sehr verhalten, alles sehr defensiv. Aber der Chan, der ja auch schon wieder hier mit der. Röder kann den ersten machen. Vielleicht kann der Chan auch den ersten machen. Das ist ein Trade hier gewesen. Sage hier, ganz alleine auf B. Da wird das der Go auf B werden wahrscheinlich. Z kommt hier sehr, sehr schwach noch raus. Was kann den ersten holen? Weiß, dass der Spike da am Start ist. Revive nochmal ein. Kann den nächsten machen? Kann er vielleicht noch den dritten machen? Er sieht ihn. Aber kann er machen? Nein! One enemy der Shepard konnte ihn nicht machen. Hat noch 4 Schüsse. Kann ihn leider nicht machen. Flawless Runde für Defenders. Also, fast flawless, kann man sagen. Dann wurde einer revived. Schöne Runde. Von Bonfire hier. I have funds to spare. Jetzt muss man eben schauen, was man macht. Das Geld natürlich hier absolut ausreichend auf Bonfire. Die könnten hier 3 Runden verlieren und würden immer noch in der dritten Runde, also 2 Runden verlieren und würden in der dritten Runde immer noch mit einer Vollbei rauskommen. Und Dönaf hier auch schon am Fragen, gibt uns eine Chance. Denn es ist halt einfach eine Abfahrt hier. Anschauen den ersten Mal. You want to play? Let's play. Bleiben wir mal einen Moment. Hier hin und dann kriegt man hier Bonzi an. Verschießen beide und Rings of Fights machen. Wofür hier einfach stabil am Start. Hier. Da, da hat man wieder eine Flawless Runde. 6-2 für Bonfire hier am Start. War somit die 8. Runde, jetzt in der 9. Runde. Und das sieht sehr, sehr, sehr schwarz aus oder sehr dunkel aus für THE Sports. Hier noch hier zu reißen. Wir haben natürlich noch 4 Runden zu spielen. Nichts ist unmöglich. Wir haben es gerade auch gesehen. Wechsel hat ein bisschen was gebracht bei THE Sports. Aber da muss man schauen. Man muss halt gucken, man kriegt hier irgendwie nicht so richtig den Griff rein. Man hat hier nicht so viele Möglichkeiten. Stellen wir hier jetzt auf der Ult auch schön aggressiv am Pushen. Der guckt jetzt hier, kriegt er was, kriegt er nichts. Kann den ersten machen. Guckt in die falsche Richtung, wird geholt. An der Stelle. Jetzt gruselt man sich ein bisschen auf, lockert ein bisschen die Luft. Guckt, ob vielleicht einer von hinten kommt. Es kommt jemand von hinten. Bitte. Sage hier schön, mit einer schönen Position. Das kann Gold wert sein. Wenn richtig ausgespielt, kann sie Gold wert sein. Und sie ist Gold wert. Können die ersten 2 machen. Den vierten. Schöner 4K. So viele 4Ks in dieser Runde. Was? Schönes Thema. Sehr schön gespielt. Zinzo war Gold. Elving war Gold. Holy moly. Jetzt sieht es halt sehr, 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 sehr schlecht aus. Einfach für THE Sports. Hier nochmal irgendwie vernünftig reinzukommen. Gehen jetzt hier auf einen Horseball, würde ich es nennen. Halfball. Schaut mal. Kann man vielleicht mit einem Halfball was ausrichten? Dönaffe hier wieder mit seiner Lieblingsmaschinenklammer unterwegs. Kann keinen Schaden setzen. Bis hier mit der Info, das ist abgewollt, da können wir nicht durch. Wenn wir hier vorne. Man schaut hier. Wiggelt sich hier von A nach B durch die Map, probiert was finden. Da wurde die Leon Ult gezündet. Versucht hier. Aber man findet nichts. Das Spiel war gut, man umspielt sie. Weil man hört man sie. Die wird einfach umspielt und wird geholt. Von Fusion. Man holt die wieder ein Flawless raus. Hier war es. Einfach wunderschöne
Kills, wichtige Posis abdeckt. Führt hier 8-2. Erste Halbzeit nach wie vor. Sind noch 2 Runden zu spielen. Wenn das so weitergeht, geht das hier 10-2 für Bonfire in die Halbzeit. Man guckt jetzt hier, man hat hier natürlich Respekt vor dem langen Gang, aber man guckt jetzt hier, wir gehen jetzt doch mal Richtung B, wir müssen es probieren. Wir müssen mal ein bisschen mehr Würze hier in das Spiel bringen, um eben nochmal ein bisschen Variation und Möglichkeiten auszuschöpfen. Da wird auch hier die Ult gezogen, wir ziehen jetzt hier alle Registerkarten, um irgendwie durchzukommen. Man versucht es jetzt hier mit Gewalt, mit der Brechstange. Und Bonfire antwortet hier einfach mit Geduld. Präzision. Man kann den Spike down, geht hier jetzt in den Schlagabtausch nochmal neu rein. Man hat hier die Möglichkeit, das schön zu spielen. Und was, bitte. Du brauchst dafür doch langsam einen Waffenschein, Alter. Na wieder einen 3K. Last round in the half. Der spielt das gut, der spielt das wichtig, der macht die wichtigen Sachen. Was? Topfrager, einfach wunderbar auf der Stage so zu sehen. 18-2, der Junge. Oder die Frau, Entschuldigung. Die Person. Ja. Einfach wunderbar gespielt. Man merkt einfach den Unterschied. Man merkt den Unterschied. Die spielen viel länger zusammen wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht. Man merkt ja einfach auch, dass sie einfach... Auch vom Skill-Level, auch vom Absprechungslevel, das passt einfach wunderbar. Geht jetzt hier vor, Richtung A. Man versucht hier irgendwie wieder was, aber man verliert den Chamber auf Bonfire-Seite. Das heißt, man geht jetzt hier auf A. Man möchte auf A unbedingt drauf. Aber die Sova-Ult hat den Lockdown gestört und damit ist es die Runde das. Es ist sehr schwer daraus zu recovern. Ist hier sehr schwer, aber man macht hier nochmal einen. Beide sehr, sehr laut. Man muss jetzt gucken. Kommt mal von hinten, aber noch nicht. Der Chamber schildert noch hinten ein bisschen. Man muss jetzt hier vorgehen, aber man verliert den Fight. Man verliert auch den Fight. Razer mit den 2K. Durch die Halbzeit. 10-2. Jetzt muss was passieren. Der E-Sports, die müssen auf Verteidigerseite. Die müssen da performen. Müssen sich jetzt hier von einer ganz anderen Seite zeigen. Von einer stabileren Seite. Von einer perfekten Seite. Sonst wird das hier ganz schwer, aus den 10-2 noch ein 12-10 zu machen oder ähnliches. Sie müssten genauso performen. Sie müssten genauso performen. Wenn nicht sogar ein Deut besser. Jetzt hier. Decker sagt, schauen wir uns das mal an. Was der Sova hier für einen Pfeil hat. Hat er einen Pfeil oder nicht? Kein Pfeil? Er hat einen Pfeil. Den möchten wir uns ansehen. Den folgen wir mal. Revealing Area. Da hat man ein bisschen sich vertan, glaube ich. Der sollte mich ein bisschen weiter links landen. Nichtsdestotrotz. Romrix hier. Wartet hier auf das Go. Fahren hier gefallen. Gegen die Jet. Die weit vorne war. Swiss, die war weit vorne. Konnte man einen rausnehmen. Jetzt hat man die Überzahlsituation. Man hat jetzt eben die Möglichkeiten, sich jetzt hier auf der Verteidigerseite doch nochmal zu zeigen. Das wird jetzt der Verteidiger Go auf A werden und das wird auch der Angreifer Go auf A werden. Und dann werden sich jetzt beide Teams gegenübertreten. Bonfire-Situation immer noch nicht mehr. 4-4. Jetzt wollen wir das ja ab, um hier eben sicher planten zu können. Und da hat man die Info gehabt. Man kann den Kill nicht setzen. Muss sich zurückziehen. Schön auf. Mit der Ghost. Jetzt hat er die Info, ey, die sind alle gar nicht mehr auf dem Spot so wirklich. Hat hier geplantet, oben, um eben mit den Snake Bites wahrscheinlich noch was zu machen. Swiss am Diffusen. Man nimmt hier Frag by Frag raus. Macht den Headshot! Muss das machen. Little Pony muss den Kill setzen. Dann wird das jetzt ganz schwer. Swiss hier noch was ausrichten zu können. Das war's. 11-2. Für Bonfire hier. Hat man die Problematik, dass die erste Runde jetzt abgegeben worden ist. Mit so einem starken Start hätte man deutlich mehr rausmachen können.
Jetzt muss man eben schauen, was man mit dem Geld noch machen kann, um hier vielleicht das 12:2 zu verhindern. Das wird sehr schwer. Das wird sehr, sehr schwer. Wo wir jetzt mit dem besseren... Soll der da hin? Ah, dafür ist er. Okay, ich verstehe. Entschuldigung, der ist nicht falsch. Der ist richtig. Der soll dafür der soll die davon abhalten, zu pushen. Macht Sinn. Zweite Mal hier wieder auf Go. Die Echan hier vorne mit am Start. Aggressiv. Wie immer. Wird man die Killshots töten und man irgendwie so ein... Nicht so den richtigen Ansatz gefunden bisher. Da hat man die Info. Jemba ist schon am Start. Die Viper ist da auch irgendwo. Ist oben. Das weiß man. War das schön. Und holt den nächsten. Muss da was passieren? Hat man nicht auf dem Schirm. Verliert den ersten Fight, gewinnt den nächsten Fight. Dann hier wieder am Start. 12:2. Matchpoint. Bonfire hier schon am Start. Hier geht man jetzt wahrscheinlich. Man muss auf Verteidigersicht irgendwas machen. Man muss da irgendwas ändern. Man kann jetzt nicht einfach so weitermachen, als wären die letzten Runden oder die letzten zwei Runden der Verteidiger nicht passiert. Man muss jetzt hier gehen. Und man sagte sich jetzt auch hier auf Attack-Side, wir gehen jetzt hier auch voll auf Wendel. Wir möchten das Ding jetzt gewinnen. Wir möchten es nach Hause bringen. Und das kann die Runde sein. Kann der Matchpunkt werden. Die Early Info ist schon am Start. Hat man Swiss auf dem Schirm. Macht man das gut. Swiss kann leider keinen rausholen. Trotzdem 4 gegen 4. Den Pony konnte den Headshot setzen. Mit der Sheriff. Jetzt wollt man hier ab. Man geht hier auf den Safe Plant, um eben nochmal Pressure aufbauen zu können. Die Killjoy von hinten. Hat man auf dem Schirm, gewinnt man. You will not kill man beweist hier auch nochmal den Fusion, um hier noch mehr Pressure aufzubauen. 5:3. Da muss was passieren. Wenn man hier gefallen, Viper hier jetzt am Start, hat die Möglichkeit leider vergeben. Jetzt noch My Little Pony. Der muss jetzt hier ein Ace rausholen. War's das? Attacker hier. Win. Gewonnen. 2:0, BO3. Da hat man das Ding nach Hause gebracht. Also es wird viel besser wie wir. Ja, kann man sagen. Es ist unglaublich krass, wie gemischt Teams in der Uniliga tatsächlich sind. Das ist wirklich unglaublich krass. So, haben wir doch so 2. Keine 12, sondern eine 2. Kann man hier Coaches High an? Ja, da werden nochmal freundliche Wörter ausgetauscht. Aber nichtsdestotrotz ist der Stream damit vorbei. Es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Fusion einfach, also einfach ein wunderbar starkes Spiel. Wunderbar runtergespielt von Bonfire hier an der Stelle. Einfach GG well played an euch. War einfach wunderbar, das anzusehen, wie schön das auch harmoniert hat innerhalb des Teams. Es wurde einfach abgestimmt. Es wurde nicht zu sehr overpushed. Es wurde nicht overrotated. Es wurde eben cool, sachlich, relaxed und trotz allem sehr ernst genommen das Spiel und einfach diszipliniert runtergespielt. Einfach wunderbares Valorant hier abgeliefert und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das casten durfte. Danke an die Jungs, das machen durfte und gerne, Can, gerne wieder. Wie gesagt, Kontakt ist ja da, meldet euch einfach, wenn irgendwie was ist. Das gleiche gilt natürlich auch für TIE Esports in irgendeiner Art und Weise. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Ich werde jetzt aber den Cast einmal an der Stelle beenden. Bedanke mich für alle neuen Follower und alle, die zugeschaut haben. Und wünsche euch noch einen entspannten Abend. Und ich lasse euch noch ein Momentchen die Musik laufen, damit es noch mal ein bisschen abläuft. Und wünsche euch noch einen entspannten Mittwochabend. Haut rein. Ciao, ciao.